Hallihallo, das sind wir wieder, oder besser gesagt, nur ich, der W, der Brownie, heute mal wieder nicht. Es ist ein Einzel-Commentary. Road to 15 Nummer 5. Nee, was rede ich denn? Nummer 9, glaube ich. Ziemlich sicher, Nummer 9. Wir haben jetzt hat längere Zeit lang keine Videos gemacht, oder nur eins oder zwei. Obwohl auf unserem Kanal ja ganz groß und fett steht, jeden Dienstag und Freitag ein neues Commentary oder Video. Ja, keine Ahnung. Versuche jetzt mal zu erklären, warum das so gelaufen ist und bringe ich mal auf den laufenden Stand, wie es bei uns ausschaut und was wir so in der nächsten Zeit alles vorhaben. Und versuche dabei noch irgendwie halbwegs gut Halo zu spielen. Also entschuldigt mich, wenn ich jetzt so scheiße spiele, keine Ahnung, wie es läuft. Hab seit ewigen Zeit nicht mehr Halo gespielt. Ihr wisst das wahrscheinlich selber, wenn man eine Zeit lang nicht spielt, dann sollte mich sich eher, also erst ein bisschen einspielen. Ich habe jetzt schon ein, zwei Spiele vorher gemacht. Aber ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ein bisschen defensiver vor. Und okay. Also, ich weiß nicht. Ich fange jetzt einfach mal an. Vielleicht hört ihr es schon an meiner Stimme. Die hört sich doch auf jeden Fall viel reifer an und älter und erwachsener, weil wir haben jetzt endlich. Was ist endlich? Wir haben jetzt unsere allgemeine Hochschulreife heute bekommen. Heute ist Freitag. Wir sind jetzt ja, offiziell verabschiedet worden in der Kirche. Hat ewig gedauert. Und jetzt sind wir irgendwie, ja, keine Ahnung, reif und so. Voll cool. Keine Ahnung. War zu erwarten. Wir haben beide das Abitur bestanden. War weniger problematisch, einwandfrei. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Und dann werden wir beide wahrscheinlich irgendwo studieren. Was genau? Keine Ahnung. Was soll man denn studieren? Leck mich im Arsch. Ich hab keinen Bock, mich da zu erkundigen. Ja. Oh, schwarzer Bildschirm, leck mich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ja, ich bin reif, ich weiß. Ich weiß. Na komm, geh weiter. Boah, ich hab schon zwei Kills, unglaublich. Boah, ich krieg gar nichts vom Spiel mit. Ich glaube, ich bin so schlecht. Na, komm. Gut, endlich. Weiter geht's. Kill, 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 kill. Yes. Und die Sniper habe ich auch. Naja, gut. Also. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich war. So eine Scheiße. Moment. Erst das Opfer killen. Ah, komm. Ja. Ja, gut. Erst das Opfer gekillt. Sniper leer machen. Und ein schönes Schwert nehmen. Ja. Lubik. Gut. Wenn man nichts mit dem DMR oder Battle Rifle kann, dann hat man ja immer noch ein Power Weapon. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich war. Scheiß Spiel, Halo spielen und reden ist nicht gut gleichzeitig. Naja, ich versuch's trotzdem weiter. Wir sind jetzt fertig mit der Schule. Haben jetzt eigentlich, hätten eigentlich ewig Zeit. Hätten eigentlich genug Zeit, Videos zu machen. Aber ihr wisst ja bestimmt auch, wie das so ist. Wenn man genug Zeit hat, dann verplant man sie sich trotzdem, dass man am Ende doch keine Zeit hat. Ja, der Brownie spielt Theater, der ist jetzt irgendwie die letzten 2 Wochen immer, ja, Text lernen, bla bla, ich habe einen kleinen Schwanz, Text, da, Theater lernen, weil er ist da irgendwie die Hauptrolle oder fast die Hauptrolle, keine Ahnung. Schultheater. Und deswegen macht er relativ wenig. Und von mir kommt relativ wenig, weil, ja. Ist das Wetter so schön? Na, ich gehe lieber ins Freibad oder ans See. Dann ist das Wetter so schlecht, dann habe ich keinen Bock. Oh, scheiß Wetter. Dann, ja, keine Ahnung, fahre ich ein bisschen Fahrrad, weil ich mein Hobby ist Fahrradfahren, also Mountainbiken. Falls es irgendwen von euch interessiert, wahrscheinlich nicht. Spiel noch Tennis ein bisschen. Mach dann dies, das. Ja, und dann ist die Zeit schon rum. Man nimmt sich vor, hey, mach am Dienstag ein Commentary. Dann ist Mittwoch. Ach scheiße, ich wollte gestern einen Commentary machen. Mach es halt erst am Donnerstag. Am Donnerstag, ach nee, kein Bock. Und so läuft es dann immer weiter. Deswegen tut es uns leid, dass jetzt irgendwie, oder mir zumindest, ein Brownie bestimmt auch, der weint auch den ganzen Tag rum. Sagt, ich soll einen Commentary machen, er hat keine Zeit. Ja. Gut. Also wie gesagt, wir haben jetzt einige Zeit lang frei. Wir fahren dann aber auch, ich glaube, nächste Woche oder übernächste, keine Ahnung,
fahren wir Abi-Fahrt oder wie auch immer das nennt. Also feiern, ja, geil. Nach Spanien mit dem Bus, 20 Stunden für eine Woche. Deswegen sind wir da auch weniger aktiv, sag ich mal, weil wir da aus Spanien wahrscheinlich weniger machen werden. Und ja gut, vielleicht machen wir ein Commentary oder zwei vor, damit ihr trotzdem was habt. Ich hoffe es zumindest. Wir wollten es eigentlich schon so regelmäßig machen, jeden Dienstag und Freitag, deswegen steht es auch da los. Ja, das den Kill machen, Moment. Na, fick! Fick, warum bin ich auch so gierig? Scheiße, verfickte Scheiße. Naja, ich bin trotzdem führend, ich weiß gar nicht warum. Ich bin sau schlecht, ich bin immer trotzdem noch der Beste von unserem Team. Na, der ist noch viel. Der ist noch irgendwie. Ja, egal. Muss auch so gehen. Na, ah, der schon wieder gestorben. Auf jeden Fall versuchen wir dann trotzdem jeden Dienstag und Freitag ein Commentary oder ein Video hochzuladen. Die Sony-Präsentation werden wir nicht zusammenfassen. Wir werden vielleicht nochmal unser Statement abgeben in dem Commentary über die Xbox One und PS4. Ihr werdet da euch wahrscheinlich auch schon längst auf dem Laufenden, oh Gott, auf dem Laufenden gehalten haben. Ja, so ein Assist. Und, oh Mann, wo war ich denn? Na gut, dafür habe ich den bekommen. Ihr habt euch bestimmt auch auf dem Laufenden gehalten. Und deswegen brauchen wir da weniger noch dazu machen. Es gibt auch andere YouTube-Channels außer uns. Wahrscheinlich habt ihr es auch gar nicht bemerkt, dass wir jetzt irgendwie zeitlang nichts mehr hochgeladen haben. Eine Zeit lang nichts mehr hochgeladen haben. So, jetzt. Genau, Urlaub und dann großes, großes Sommerloch. Wir wollten eigentlich mal vielleicht noch ein zweites Spiel außer Halo machen. Und es sollte nicht Call of Duty sein. Aber jetzt kommt das große Sommerloch. Es wird kein Spiel vorgestellt. Erst dann wieder im September, August, September, glaube ich. Und dann halt die ganze Scheiße. 1000 Spiele jede Woche. Gut. Wir haben uns dann überlegt, dass wir vielleicht GTA 5, also GTA 5 ist ja ein cooles Spiel, sag ich mal. Vielleicht uns auch, wie jetzt auf Halo, auf GTA 5 spezialisieren noch dazu, zusätzlich. Kommt ja nur für die Xbox 360, PC, weiß ich jetzt gar nicht. Und PS3, also nicht für die Xbox One und nicht für die PS4. Die werden wir uns wahrscheinlich eh nicht sofort zum Release kaufen, weil da eh noch keine guten Spiele draus sind. Aber auf jeden Fall werden wir dann uns vielleicht, also das haben wir uns gedacht, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wenn wir uns ein bisschen auf GTA 5 spezialisieren, da auch die Erfolge machen oder Glitches oder Mods, Cheats, was es da alles gibt, oder auch irgendwelche witzigen Videos, da haben wir schon einige Ideen. Oh ja, ich bin wieder gut. Unendlich Hutzen mit Schwert, das ist so übel. Fick, ja, er war No Shield, nein, ich habe Schwert, ich kann. Ja, gut. Mann. Wie oft habe ich jetzt Affix gesagt? Ich bin so dumm. Halo und reden schlecht. Jetzt ist auch nochmal Spritenausgang, ey. Mann, ey. Scheiße. Oh, bitte, bitte, ja. Gut. Genau, GTA 5, was haltet ihr davon? Vielleicht werden wir dann auch ein bisschen schneller wachsen. Ihr habt das bestimmt auch gemerkt. Vielleicht ist es bei euch auch so, dass die Lust irgendwie nachlässt in Halo oder Halo 4. Bei Reach oder Halo 3 konnte ich halt ewig spielen, aber Halo 4, ja gut, verlässt mich leider relativ schnell die Lust. Deswegen, ich glaube, ich spiele nur noch 20.000 jeden Tag online. Das ist irgendwie Call of Duty spielen, weiß ich nicht, 200.000, 300.000, eine halbe Million jeden Tag online. Ist bei Halo leider etwas anders. Deswegen gibt's auch relativ wenig Interesse auf YouTube für Halo, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen auch noch was anderes. In dem Fall halt GTA 5. So ein großes, fettes Megaspiel. Noch am Ende von der Xbox 360. Vielleicht wachsen wir da noch ein bisschen. Keine Ahnung.
Der schwarze Bildschirm. Gott, ich glaube, ich bin No-Shield. Hoffentlich rettet er mir in den Arsch. Ja, Gott. Das Opfer hat nicht checkt, dass es weitergeht. Jetzt wäre ich auf jeden Fall gestorben. Schwarzer Bildschirm ist auch mal was zu nütze. Ist auch mal was nütze. Ja, was rede ich denn? Ich bin dumm. Und ja, mal schauen. Wir werden jetzt leider in den Ferien gar nicht genau wissen, was wir jetzt so großartig weltbewegendes hochladen sollten. Wir haben jetzt zwar ewig Zeit, dann nach dem Urlaub und dann kommt Kirchweih und dann kommt noch was und dann noch was und dann auf jeden Fall hätten wir da eigentlich Zeit. Aber ja, kommt, was soll man denn machen? Vielleicht habt ihr eine Idee. Keine Ahnung. Das war jetzt voll unstrukturierte Scheiße, glaube ich. Und das Spiel ist auch zu Ende. Ich habe gar nichts mitgekriegt. War ich gut? War ich schlecht? Scheiße. Ja, ist egal. Es hat schon passt. Keine Ahnung. Ewig nicht mehr gespielt. Und hoffe, dass wir bis zum nächsten Dienstag auch ein Video machen. Gut. Dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, meine Stimme hat euch nicht allzu sehr gelangweilt und ich habe nicht zu oft Fick oder sowas gesagt. Oder ich bin einfach scheiße und kenne mich gar nicht aus. Keine Ahnung. Jo. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.